Rund zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz haben die Menschen in Rech an der Ahr gestern Abend der Opfer gedacht. Das 560-Einwohner-Dorf war von den Überschwemmungen stark betroffen und hat Tote und Verletzte zu beklagen. Große Teile des historischen Weinorts sind zerstört, auch die Brücke war eingestürzt. Mittlerweile führt eine Behelfsbrücke über die Ahr. Bei der Flutkatastrophe sind in der Region nicht nur Häuser, Straßen und Brücken zerstört worden. Auch psychisch sind viele Menschen schwer mitgenommen. Betroffen davon sind besonders die Kinder. Ein Feriencamp in Sinzig soll sie auf andere Gedanken bringen. Spielen mit Monsterschleim statt Schlammschippen im Keller. Rund 40 Kinder sollen im Feriencamp des Fußballverbandes Rheinland in Sinzig auf andere Gedanken kommen. Denn ihre Eltern haben als Helfer oder Betroffene alle Hände voll zu tun. Wir tanzen, wir machen Fußball, basteln. Man wird auch mal gesneakt hier. Das macht alles ganz viel Spaß. Bei uns zu Hause ist ganz viel Wasser hochgegangen. Wir räumen gerade auf, aber sieht gut aus. Ja. Wir machen aus dem Haus den ganzen Schlamm und das ganze Wasser raus. Eine fast heile Ferienwelt für die Kinder aus dem Katastrophengebiet. Die Kinder werden morgens gebracht und abends wieder abgeholt. Eine positive Ablenkung nach dem Schock. Wenn dann die Kinder die Eltern in der Not sehen, gleichermaßen aber auch das Verlorene sehen, dann ist es, glaube ich, schlecht, wenn die dann da, sagen wir mal, auch rumspringen und letztendlich auch sich total deplatziert fühlen. Deswegen ziehen wir die raus. Ne? Deswegen machen wir das Angebot hier. Eine ganz wichtige Sache. Die gewohnte Umgebung der Kinder im Ahrtal ist mit den Wassermassen teilweise weggeschwemmt worden. Wichtig sind laut Psychologen deswegen neben positiven Eindrücken aus dem Feriencamp vor allem die Eltern als wichtigste Bezugspersonen. Auch wenn die gerade viel zu tun haben. Dass sie zumindest morgens und abends für ihre Kinder da sind, dass sie viel mit ihnen darüber reden, was gemacht worden ist, was vielleicht demnächst passiert. Und dass also auch die Kinder die Gelegenheit haben, ihre eigenen Ängste und Fantasien auszusprechen. Es werden Kinder geben, die reden viel darüber, und es wird Kinder geben, die schweigen, die möchten nicht drüber reden. Seit heute gibt es auch ein zweites kostenloses Feriencamp in Wehr. Für die Kinder vielleicht ein erster Schritt, das Trauma der Katastrophe zu verarbeiten. Durch die Flutkatastrophe sind auch viele Schulen stark beschädigt worden. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich ist heute nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gereist, um sich selbst ein Bild von den Zerstörungen dort zu machen. Gestern hat sie bereits mit Schulleiterinnen und Schulleitern in der Region gesprochen und sie ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Hubich, wir haben gerade gesehen, wie wichtig es gerade für Kinder ist, in so einer Situation etwas Normalität zu erfahren. Wie wird der Alltag der Kinder aussehen, wenn die Ferien vorbei sind? Ja, wir sind hier vor Ort und schon seit unmittelbar nach der Katastrophe mit den Schulleitungen, mit der Schulaufsicht, mit den Schulträgern im Gespräch, damit die Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn wieder zur Schule gehen können, hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler und im gesamten Katastrophengebiet. Und wir suchen und haben zum Teil auch schon gefunden, gute, unbürokratische und praktikable Lösungen, bei denen die Schulgemeinschaft möglichst zusammenbleibt. Denn das ist wichtig nach diesen schwierigen Erlebnissen, nach diesen traumatischen Erlebnissen, die Kinder, aber auch Erwachsene hatten. Welchen Eindruck gewinnen Sie denn vor Ort? Wie viele Schulen sind vom Hochwasser zerstört oder stark beschädigt worden? Also wir haben über 30 Schulen, die vom Hochwasser beeinträchtigt, beschädigt worden sind. 17 davon sind so schwer beschädigt, dass wir nicht davon ausgehen, dass sie zum Schuljahresanfang starten können. Da werden dann Lösungen gefunden für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler, damit sie dann eben nach diesem schwierigen Corona-Jahr, das ja auch noch allen in den Knochen steckt, wieder auch Gemeinschaft erleben können. Wie könnten diese Lösungen denn aussehen? Also die Lösungen sehen so aus, dass zum Beispiel Klassen in andere Schulen gehen, dass dort noch Klassenräume frei sind, sodass wir zum Beispiel bei einer Förderschule die Schulgemeinschaft nur in zwei Hälften aufteilen müssen und sie in zwei Schulen gehen können in einem Nachbarort. Es wird an Lösungen gedacht mit Schichtbetrieb, dass eben Schülerinnen und Schüler in der regulären Schule vormittags gehen und die aus den zerstörten Schulen dann nachmittags kommen können. Es gibt eine ungeheure Hilfsbereitschaft und Solidarität der anderen Schüler, auch der Menschen insgesamt hier, auch über die Landesgrenzen hinweg.
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern haben sich bei mir gemeldet. Und wir sind alle sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung und diese Hilfsbereitschaft. Welche Rückmeldung bekommen Sie denn aus den direkten Nachbargemeinden? Gibt es dort Kapazitäten, um Schüler aufzunehmen, dort zu unterrichten? Ja, wir haben auch aus den Nachbargemeinden über die Schulaufsicht natürlich genau abgefragt, wo gibt es noch Kapazitäten, wo gibt es freie Klassenzimmer, wo können Turnhallen, Aulen umgerüstet werden. Und auch da wird uns signalisiert, es gibt an vielen verschiedenen Stellen Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler jetzt für eine Zwischenlösung unterzubringen. Und dann wird natürlich hier mit Hochdruck, mit allen, die hier vor Ort zuständig sind, auch mit uns vom Land daran gearbeitet, dass wir dann auch wieder Lösungen finden, vielleicht übergangsweise Containerlösungen, damit Schülerinnen und Schüler wieder auch in ihre angestammten, in ihre gewohnten Schulgelände wieder zurückkehren können. Das ist wichtig, denn sie brauchen einfach jetzt auch wieder diese Sicherheit und diese Gemeinschaft, die natürlich wichtig ist, um das Erlebte auch zu verarbeiten. Sie sagten gerade, 30 Schulen sind von den Zerstörungen betroffen, 17 davon schwer. Können die Schäden schon ungefähr beziffert werden? Also wir sind im Moment dabei, die Höhe der Schäden, auch den Umfang zu erheben. Das ist natürlich klar. Sie müssen erst mal gucken, überhaupt erst mal in die Schulen gehen können. Die werden freigeräumt. Es helfen Bundeswehr, es hilft das Technische Hilfswerk, viele freiwillige Ehrenamtler dabei, jetzt hier das Gelände wieder begehbar zu machen. Wir gehen davon aus, dass wir hier eine Schadenshöhe im dreistelligen Millionenbereich haben. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz enden am 27. August. Wie viel Wiederaufbau ist bis dahin überhaupt möglich? Die Handwerksbetriebe sind, wie soll ich sagen, fully booked. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die dazukommt. Es ist auch nicht nur eine Schule, die zerstört ist. Es ist hier überall in diesem Katastrophengebiet ein unglaubliches Schadensausmaß, ein Leid. Alle wollen gleichzeitig wieder anpacken und packen an. Ich kann Ihnen keine Prognose geben. Ich kann Ihnen nur sagen, die Menschen hier vor Ort und alle Menschen hier in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus wollen, dass es so schnell wieder in Richtung Normalität geht, wie das nur irgendwie möglich ist. Und wir danken allen und freuen uns, wenn auch über die Grenzen hinweg Hilfsangebote kommen, auch von Elektrikerinnen und Elektrikern, Handwerkern. Ich glaube, hier im Moment ist jede Hand gut zu brauchen. Der Bund hat ein Sofortpaket bereitgestellt. Welche Priorität haben die Schulen beim Wiederaufbau? Die Schulen und auch die Kinder, Kitas sind Stätten der Bildung und sie haben, glaube ich, gerade in Corona gezeigt, wie wichtig sie sind für die Entwicklung der Kinder und der Jugendlichen. Und deshalb müssen die Schulen und die Kitas eine hohe Priorität haben beim Wiederaufbau. Kinder und Jugendliche brauchen einfach dieses Umfeld. Wir wissen das so genau über das letzte Jahr hinweg. Vielen Dank für dieses Gespräch, Stefanie Hubig.